Zweiter Test in der Vorbereitung. Der Club spielt gegen den SC Rheindorf Altach. Und ein Jubiläum begleitet dieses Spiel. Javier Pinola läuft zum 400. Mal im Club-Trikot auf. Eine beachtliche Anzahl an Clubspielen. Ja, natürlich. Vor 10 Jahren habe ich mir das nicht gedacht. Aber ja, es sind 400. Ich habe schon gesagt, es ist etwas Besonderes für mich. Und ja, ich habe mich richtig gefreut. Über das Spiel gegen Altach allerdings weniger. Der Club mit dem eindeutigen Chancenplus. Immer wieder spielt sich Nürnberg gute Tormöglichkeiten heraus, aber ohne diese zu nutzen. Altach ist da konsequenter. Einmal ist die Nürnberger Hintermannschaft unsortiert und der österreichische Angreifer kann nur per Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelt Hannes Aigner vom SCR problemlos. Doch auch danach ist der Club das dominierende Team. Das meiste spielt sich vor dem österreichischen Kasten ab. 550 Fans warten bei teilweise strömenden Regen immer noch auf das erste Tor der Nürnberger. Und in der ersten Hälfte werden sie dafür auch belohnt. Nach Vorarbeit von Sebastian Kerk trifft Robert Koch zum 1:1 Ausgleich. Der Club will jetzt unbedingt noch vor der Pause in Führung gehen. Doch erneut trifft Nürnberg nicht das Tor und Altach ist nach einer Standardsituation erfolgreich. Ja, das hat uns gefällt, die Chancen zu nutzen. Wie gesagt, wir haben viele Chancen gehabt, aber wenn man kein Tor schießt, dann ist schwer zu gewinnen. Das ist nicht Schuld von den Stürmern, sondern wir müssen dran arbeiten. Wir haben noch 2 oder 3 Wochen und das müssen wir uns verbessern. In der zweiten Hälfte gibt es ein ähnliches Spiel zu sehen. Der Club spielbestimmend mit mehr Chancen, aber ohne Fortune im Abschluss. Die beste Chance hat Daniel Kandejas. Aber der Schuss geht direkt in die Arme des Altacher Keepers. Am Ende bleibt es bei der 1:2 Niederlage gegen den Dritten der österreichischen ersten Liga. Der Club bringt sich selber um den verdienten Lohn seiner Arbeit. Man sieht, die Automatismen stimmen, die Stimmung auf dem Platz stimmt auch, wir spielen gut, wir laufen viel, wir machen die Wege, dass der Trainer sehen möchte, aber fällt uns einfach mehr Tore schießen. Am Montag geht es ins Trainingslager nach Belek, am Mittwoch beim nächsten Testspiel ist der Club dann hoffentlich erfolgreicher beim Abschluss.